meine Lieben und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollte ich natürlich einmal wissen, wie ist denn das Babyboomer-Set von Neonail? Ich habe es hier schon einmal da und natürlich habe ich es auch schon ausprobiert. Und ja, das ist Babyboomer. Ich kann eigentlich nicht anders dieses Intro anfangen, außer einfach nur zu sagen, es ist bisher das beste Ergebnis. Ich hatte ja auch schon Babyboomer letztens gemacht mit Slidern. Die waren von MNAC, die finde ich genial. Die gehen auch schneller als das hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, war aber auch das erste Mal. Ich werde da einmal noch so ein bisschen drauf eingehen, was die Lieferzeit angeht. Ich glaube, der aktuellen Situation ist geschuldet, dass es ab und zu längeren Zeiten kommen kann. Bei mir selber kann ich jetzt nur sagen, dass es ruckizucki da war. Heute haben wir, welchen Wochentag? Dienstag, glaube ich. Und es war schon vergangenen Samstag da. Also es ging relativ schnell. Ich hatte auch Ende letzter Woche bestellt. Ihr habt mich nämlich sehr, sehr fleißig hierzu verlinkt auf Instagram. Und ich habe so, so viele DMs dazu bekommen. Ich war echt begeistert davon. Und ihr könnt mir gerne immer wieder sowas schicken, ne? Alle Videowünsche hierher. Ich liebe das, Sachen für euch zu testen. Und ihr bekommt immer meine ehrliche Meinung. Plus, das hier habe ich mir selber gekauft. Dieses Video ist überhaupt gar nicht gesponsert. Und deswegen finde ich das auch nochmal richtig spannend, denn dann kann ich quasi meinen gesamten Senf dazugeben. Hier ist übrigens auch noch so eine kleine, ja, ich steige jetzt direkt mal auf ein, ne? Das interessiert euch wahrscheinlich, sonst kriege ich Kommentare, was hat die so lange? Nee, dann gehen wir mal direkt drauf ein. Wir öffnen das auch zusammen, dann könnt ihr das auch ein bisschen noch genauer sehen. Hier ist natürlich eine Beschreibung dabei, die hat mir auch noch persönlich geholfen. So habe ich an der einen oder anderen Stelle nochmal reingeschaut. Was auch noch mit dabei ist, sind Schwämme. Die sind hier dran und das sieht ganz witzig aus. Das ist nämlich so gefächert, das fand ich ganz witzig so. Und ich rate euch dazu übrigens nicht, die abzureißen. Das habe ich bei einem der Schwämme gemacht und hinterher habe ich es doll bereut. Also das war nicht so schlau, weil die halt in der Mitte so zusammenkleben. Und dadurch hat man halt in der Mitte so eine richtig schöne Reißstelle. Wenn man das nicht mit einer Schere, Messer, wie auch immer macht, seid da vorsichtig. Und hier sind halt so ein paar mehr dabei, die ihr definitiv für mehrere Maniküren nutzen könnt. Ihr könnt euch auch zum Beispiel sagen, mir reicht die Hälfte von einem Schwamm, dann könnt ihr den in der Mitte nochmal trennen. Dann habt ihr doppelt so lange was davon. Aber das wisst ihr natürlich, wenn ihr schon was öfter mal gemacht habt, vielleicht auch mit Babyboomer. Ich bin da ja anders. Ich habe meine Probleme damit, das mit Lacken hinzubekommen, das mit Pullige hinzubekommen. Ja, ich habe dazu Videos hier, ne? Und ich fand auch in dem Moment, dass das Ergebnis gar nicht so schlecht war. Aber aus heutiger Sicht denke ich mir, es geht besser. Und das werdet ihr wahrscheinlich immer von mir hören, wenn ich irgendwas in Zukunft sage, weil ich immer auf dem Weg der Verbesserung bin. Also ich lerne sehr, sehr gerne dazu und bin auch aktuell zufrieden damit, definitiv. Es ist immer noch Luft nach oben, keine Frage. Und ich habe auch übrigens verlängert. Darauf gehen wir gleich noch näher ein. Erstmal nochmal zurück zu dem Paket. Wie gesagt, die Schwämme sind dabei. Den Tipp mit dem Schneiden habe ich euch auch gegeben. Auch mit dabei sind Rosenholzstäbchen. Und dann kommt das Ganze halt so aufgeteilt mit diesen Produkten. Insgesamt sind es ja plus Rosenholzstäbchen und Schwämme 6 Produkte. Und das ist vollkommen ausreichend für diese Maniküre, also für den Babyboomer-Look. Dieses hier hatte ich schon da. Das ist die Coverbase Protein. Deswegen hätte ich mir wahrscheinlich selber dieses Set so nicht bestellt. Das habe ich jetzt wirklich nur für euch und für dieses Video getan und damit ich es auch mal austesten konnte. Ich liebe es ja auszutesten. Bedeutet, diese Coverbase, die hier drin ist, die verlose ich noch im Laufe des Videos. Dafür könnt ihr dann auch gerne dann noch dranbleiben. Was auch noch mit dabei ist, ist nochmal der Hard Top. Das ist ja mein Lieblingstopcoat von Neonail, beziehungsweise ich mag auch gerne den Top Sunblocker. Jetzt aktuell, es wird wärmer, mehr Sonnenstrahlen, ich liebe das. Und habe ich halt eine neue Pulle davon, weil ich bin ehrlich, mein Set habe ich jetzt, glaube ich, seit, das hat 2018, ich glaube ja. Und seitdem habe ich mir nicht einmal den Hardtop neu bestellen müssen. Das ist immer noch von meinem Starter-Set, also Ewigkeiten. Voll krass eigentlich. Und dann ist da auch noch mit dabei der Gum Peel-Off. Und da wurde ich ganz, ganz oft gefragt, ja, aber Neonail hat doch auch einen Peel-Off. Und wir alle wissen, ich liebe Peel-Off und ihr natürlich auch. Das ist kein Peel-Off so im eigentlichen Sinne für den Nagel. Das ist eine Nagelhautbarriere. Also das könnt ihr dort auf die Haut auftragen. Ihr werdet keine dreckigen, schmutzigen Finger hinterher haben. Das ist in dem Fall natürlich super duper wichtig. Weil wenn ihr das hier mit dem Schwamm auf eure Nägel auftupfen werdet, habt ihr Spaß daran, das später abzubekommen. Denn das härtet unter der Lampe. Und wenn man damit unter der Lampe war und das überall auf der Haut kleben hat, ist mir auch ein bisschen passiert, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, das ist natürlich ein bisschen nerviger und ich bin am Ende auch wirklich mit einer Glasfeile über die Haut gegangen, damit das Ganze runtergekommen ist. Rate ich niemandem. Seid geduldig. 2-3 Mal Hände waschen, 2-3 Mal eincremen und das Zeug ist weg in der Regel auch, ne? So, darauf bin ich jetzt einmal kurz eingegangen. Ihr wollt natürlich wissen, wie war die Handhabung? Können wir dann gerne machen und gegen Ende schauen wir uns dann noch einmal das Preisverhältnis, würde ich sagen, an, ob das so okay ist, weil immerhin kostet das hier 30 Euro. Das finde ich gar nicht so günstig. Übrigens, kleiner Funfact am Rande. Ich habe damals mein Starter-Set von Neonail über eBay gekauft und ich glaube, ich habe an die 36 oder 38 Euro gezahlt. Nicht mehr.
mega Preis und ich hatte, glaube ich, 3 oder 4 Farben dabei, die ich mir sogar noch aussuchen durfte in Originalgröße. Also das war echt top, da war alles dabei, ne? Von der Lampe bis zum Rest, also alles, was man benötigt. Deswegen finde ich 30 Euro gar nicht so wenig. Schauen wir dann auch noch einmal und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit der Nahaufnahme. Hier seht ihr also beide meine Coverbays. Eine davon werde ich verlosen, das finde ich nur sinnvoll. Ich gebe euch immer gerne was zurück. Das ist also in diesem Video auch noch inklusive und angefangen habe ich natürlich mit den langen Fingernägeln. Ich bin diesmal sehr gut an die Nagelhaut rangekommen, weil ich gut was wegschneiden konnte mit dieser Neonail-Schere. Sorry, ich bin ein bisschen schneller im Video. Auf jeden Fall angefangen habe ich mit einem Dehydrator und Primer. Das wird so auch von Neonail empfohlen, zumindest der Primer und das ist nicht im Set enthalten. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten und meine sind halt hier von Jodifine. Ich finde die sehr, sehr gut und die sind gut bei Haftproblemen. Ich buffer zum Beispiel vorher nicht an, das seht ihr auch hier im Video. Ich mache das zu keinem Zeitpunkt. Ich schone gern die Naturnägel und deswegen kann ich nur sagen, mit diesen beiden Sachen hält es sehr gut. Weiter habe ich dann damit gemacht, dass ich meine Fingernägel verlängert habe. Diese Schablone klebe ich auch schon vorher so ein bisschen zusammen, damit es dann einfacher ist, wenn man sich alle 5 Finger auf einmal macht. Und der erste Schritt, so gesehen, oder der zweite, ist halt das Auftragen dieser Base. Ich habe das sehr dünn gemacht, dann habe ich es natürlich nochmal gemacht und verlängert. Das ist ein eigenes Video, habe ich hier schon online, könnt ihr gerne reinschauen. Da habe ich mit Neonail verlängert und das ist einmal das fertige Ergebnis. Es ist mir, finde ich, gar nicht so schlecht gelungen dafür, dass ich es so lange nicht mehr gemacht habe. Und die Farbe ist natürlich auch ganz schön, obwohl sie eher im kühlen Bereich ist. Und dann solltet ihr unbedingt diese Peel-Off-Gamm-Hautbarriere unbedingt auftragen. Sehr, sehr wichtig, denn alles, was ihr gleich auf die Nagelhaut bekommt, muss auch unter die Lampe. Und was unter der Lampe ist, Leute, geht sehr, sehr schwer von der Haut ab. Und das habe ich dann einmal kurz trocknen lassen. Und weiter geht's halt mit diesem Gel. Das ist weiß. Sowas von weiß. Und ich habe noch gar nicht so richtig dran geglaubt. Neonail sagt, man soll ein Rosenholzstäbchen nehmen und das direkt auf den Schwamm auftragen. Ich habe mich hier noch so eine kleine Scheibe dazu genommen und mich dann eher für sowas Metallisches entschieden. Weil, Leute, das könnt ihr immer wieder auch sauber machen und hin und wieder benutzen. Wie oft ich auch immer gerade wieder gesagt habe. Und dann habe ich das hier einmal auf den Schwamm aufgetragen. So, relativ wenig, aber dann doch so ein bisschen halt da unten auf dem Glas nochmal abgetupft, weil ich Angst vor diesem Weißton hatte. Hier auch die ersten paar Tupfer waren so, okay, es ist sehr weiß und mir ist halt so ein seichter Übergang beim Babyboomer super, super wichtig. Deswegen war ich auch erstmal vorsichtig. Das ist gerade ungecuttet. Erst jetzt seht ihr einmal so ein bisschen, dass ich auch daneben getupft habe. Habe dann einfach mit meiner Hand und dem Handschuh das Ganze so ein bisschen ja wieder abgenommen. Und dann habe ich den Schwamm so gedreht, dass ich ein sehr sauberes Ende hatte und bin dann wirklich nur unten an der Grenze von oben rauf gegangen. Ich habe den Lack oder das Gel nicht nach oben und nicht nach unten gezogen. Ich habe da einfach nur drauf rumgetupft, quasi auf der Grenze oder auf der Barriere. Das seht ihr jetzt gleich nochmal an dem nächsten Finger. Und das hat wirklich dafür gesorgt, dass ich einen so, so schönen, seichten Übergang hinbekommen habe. Ich konnte es nicht glauben, ne? Also jetzt auch gerade hier, ich verblende und das macht sofort diese harte Kante so weich. Genau eigentlich das, was wir an Babyboomer lieben. Und Leute, das ist bisher die beste Technik für mich, wie es halt selber mit Lacken und wie auch immer funktioniert. Ich kann es sonst nicht machen, ich kriege das nicht hin und habe auch nicht die Geduld, aber das hier funktioniert. So, Neonail sagt dann auch selber noch, dass man eine zweite Schicht auftragen muss. Das ist hier immer noch die erste, einfach damit ihr sie auch gesehen habt und ihr konntet es vielleicht gerade am Finger sehen, ne? Der Kleine da, der hat schon so viel Tupfer abbekommen, auch auf der Haut. Ich hatte später Probleme, das von der Haut abzubekommen. Das war nicht ganz so schlau von mir, da war ich nicht ganz so sauber beim Arbeiten. Aber ich finde, wenn man erstmal Dreh raus hat und ich habe übrigens nur einen Schwamm pro Hand benutzt, war das super easy, definitiv. Ich glaube sogar, man könnte mit einem Schwamm pro Hand auch auskommen, aber so hatte ich halt ja 2 Stück und es hat auch wirklich Spaß gemacht und wie gesagt, eine zweite Schicht folgt auch gleich noch einmal. Sieht das nicht toll aus? Hier seht ihr schon so ein bisschen halt das Ergebnis. Hier könnt ihr auch sehen, dass ich mir noch so ein bisschen etwas von dem Zeug genommen habe und ich bevorzuge es nicht direkt auf den Schwamm aufzutragen, sondern auf dieses Glas da unten. Und das finde ich einfach nur sehr angenehmes Arbeiten, wenn man alles so an einem Platz hat. Das ist dann einmal das fertige Ergebnis nach dem zweiten Mal und ich war so stolz drauf. Hat mir richtig gut gefallen. Und dann blieb natürlich noch aus der Topcoat, ganz, ganz klar. Das ist hier der Hard Top. Das ist mitunter einer meiner Lieblingstopcoats von Neonail. Ich habe ja viele gerne, ne? Also egal von welcher Firma oder wie auch immer. Aber den fand ich richtig toll. Vergesst nicht das Versiegeln und am Ende das Abziehen dieser Peel-Off-Base.
das ist ein bisschen tricky gewesen und hat mich so ein bisschen geärgert, weil es nicht ganz so schön mit dem Rosenholzstäbchen ging, so wie es in der Beschreibung drin stand, aber so ein bisschen hin und her schrubben war auch gut. An der Stelle zeige ich euch, dass ich den Rand ausgelassen habe. Das solltet ihr natürlich nicht tun, gebe ich euch super gerne als Tipp weiter. Aber das ist erst einmal das grobe Ergebnis für das erste Mal so richtig Babyboomer. Bisher mein bestes Ergebnis. Ihr könnt gerne auch nochmal abstimmen. Ja, und das ist also der Babyboomer-Effekt von Neonail. Also Leute, was sagt ihr? Ist das bisher mein bester Babyboomer-Versuch? Ich glaube nämlich schon. Und das Schöne ist, es ging dann doch relativ einfach, sodass ich glaube, dass das jede von euch hinbekommt, die da nicht so stark an sich glaubt. Denn ich habe es ehrlich gesagt bei mir auch nicht getan. Ich habe ja schon gedacht, das wird gar nichts mehr mit mir, Babyboomer und irgendeinem Gel oder Lack dazu. Es hat so gut geklappt und ich finde das Ergebnis sehr schön. Es sieht super elegant und gepflegt aus. Es gibt aber ein kleines Aber, das liegt auch schon hier an der Cover Base Protein. Das ist nämlich die Farbe Nude Rose. Das ist ein rosa Ton, der auch sehr, sehr schön aussieht, versteht mich nicht falsch. Aber für mich hat das Ganze eher so einen kühleren Look auf den Nägeln. Versteht ihr, was ich meine? Und ich bin zum Beispiel jemand, ich trage kein Silber, ich mag nicht so gerne ganz kühle Töne. Eigentlich mag ich auch gerne schwarz und weiß und sowas. Aber wir reden hier gerade von dem Nagellack. Ich schweife gerade so ein bisschen ab, aber das wollte ich halt unbedingt sagen. Also ich habe 3 Töne von der Cover Base da. Und fände es besser, wenn man, glaube ich, sich den Ton aussuchen kann, der letztendlich da drin ist. Ich glaube, es gibt auch noch einen Beige-Ton, der so leicht nude ist. Wäre für mich schöner gewesen und ich werde auch nochmal das Ganze dann damit ausprobieren, irgendwann in Zukunft. Und übrigens habe ich es, ja, glaube ich, gestern gemacht. Die Hand habe ich heute nachgeholt. Ich habe es auch mit meiner nicht dominanten Hand hinbekommen und das war auch dann ein bisschen länger, keine Frage, aber es hat auch Spaß gemacht und dieses Tupfen ging super schnell. Das Längste, was halt hier irgendwie an den Fingernägeln mich an Zeit gekostet hat, ist natürlich das Verlängern gewesen. So, verlängern kann man machen, muss man nicht, aber ich hatte sie gerade so raspelkurz und ich wollte halt wirklich ein Drittel den Nagel runtergehen mit diesem Gel. Deswegen habe ich mir gedacht, Babyboomer bringt nichts auf diesen ganz, ganz kurzen Nägeln. Da würde ich dann halt einfach nicht ein Drittel des Nagels mit diesen Tupfen machen, sondern wirklich nur oben die Spitze und so minimal drüber und dann habt ihr auch so einen richtig schönen, gepflegten, glaube ich, Nagel. Also es sieht ganz, ganz toll aus, weil so hatte ich auch meine Slider von M-Lack. Und die gibt es übrigens jetzt gerade wieder, glaube ich. Diese Woche sollten wieder welche online gehen, weil die waren ja ganz, ganz lange ausverkauft. Nur mal so eine kleine Randnotiz. Und dann würde ich euch auch noch unbedingt den Tipp geben, Handschuhe zu tragen. Wenn ihr die nicht habt, könnte das ganz, ganz schnell sein, dass da irgendwelche Fussel drauf landen, wenn ihr gerade am Tupfen seid. Und da verhindert ihr halt so ein bisschen, wenn ihr halt auf der anderen Hand den Handschuh habt, jetzt abgesehen davon, dass die Sachen auch in der Luft sind, aber ihr verhindert das so ein bisschen, dass ihr dann auch direkt was in den Nagel reintragt. Und erst recht mit Schablonen und hier und da. Es ist besser, wenn man diese Handschuhe hat. Man bleibt nicht kleben, alles bleibt sauber. Hier landet kein Fett von der Hand irgendwie drauf. Also das fand ich richtig gut. Gebe ich gerne als Tipp weiter. Und dann schaue ich noch einmal auf meinen schlauen Zettel, was ich dann noch stehen habe. Achso, ich fand auch übrigens sehr gut meinen Pinselhalter. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ich zeige ihn euch gerne noch einmal. Hier haben wir also den Pinselhalter. Und gerade wenn ihr halt am Rausholen seid von diesem ganzen Gel, wohin soll ich danach? Weißt du, wenn ich das irgendwo da auf so ein Tüchlein packe, ist es ein bisschen doof und so habe ich das direkt drauf gehabt, weil man natürlich auch so ein bisschen mal nachnehmen muss. Und da war auch übrigens diese Platte richtig, richtig top. Fand ich so gut, dass ich das noch da hatte und ich glaube, ich habe es auch relativ wieder sauber bekommen. Mit einem Alkoholpad übrigens. Ich packe euch auch gerne den Link zu dem Pinselhalter in die Infobox, weil der echt super günstig ist und ich finde, davon kann man nicht genug haben. Ich mache auch gerade mal nach Zahlen hier, ne, für Erwachsene, aber da packe ich auch sehr gerne meine Pinsel drauf. Ich möchte auch noch ganz, ganz kurz auf dieses Peel-Off-Gum eingehen, weil ich finde, dass es erstens richtig gut gemacht wurde, dass es eine Farbe hat. Man sieht ganz genau, wo man damit war. Das ist so ein fluoreszierender Rosaton. Also es hat so was leicht Bläuliches noch mit drin. Und man sieht ganz genau, wo man halt schon war und wo nicht. Es ist nicht zu flüssig. Es trocknet super, super schnell. Und wenn ihr es halt am Lösen seid, ne? Es war ein bisschen tricky bei mir, also weil ich weiß nicht warum, ich finde keine Erklärung dafür, aber es war schon ein bisschen nervig. Normalerweise soll man dazu ja dann auch die Rosenholzstäbchen nehmen, das dann so runterbekommt. Ich habe es am Ende so gemacht, hier war ja noch der Handschuh und dann habe ich auf der Haut gerieben, bis ich da so, ja, das Ganze gelöst hat. Das war angenehmer. Aber mir ist aufgefallen, dass das hier relativ stabil ist. Also ich habe ordentlich ziehen können und ich hatte das nicht in Fetzen, sondern wirklich in einem Stück runter. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Kommt natürlich auch auf die Menge drauf an. Je dünner, desto trickiger wird es. Und je dicker, umso besser. Aber dann muss es wahrscheinlich doch einen Ticken länger trocknen. So, dann habe ich euch ja versprochen, dass wir so ein bisschen auf den Preis eingehen. Es sind, glaube ich, das ist professionell, wenn ich einmal richtig nach dem Preis gucke, ne? Ich mache es jetzt einmal. Ich glaube, dieses Set kostet 29,90 €, aber wir schauen einmal. Ich bin gerade auf der Neonail-Seite, da bin ich auf Sets gegangen und da taucht es wirklich an erster Stelle auch auf.
Da ist alles dabei und es kostet 29,90 Euro. Aber ich glaube, es ist aktuell ausverkauft. Das ist natürlich schade, aber trotzdem werden wir einmal auf den Preis eingehen, weil ich hatte mir zum Beispiel gedacht, das ist ein bisschen klein, ne? Das ist so winzig, das sind hier diese Probegrößen, die es in jeder Drogerie an Handcreme gibt. Aber davon braucht man gar nicht so viel, also wirklich super, super wenig. Bedeutet, man wird länger was davon haben. Es sind jetzt 5 Milliliter und ich schaue einmal, ob das noch in irgendeiner anderen Größe vielleicht verfügbar wäre. Kleiner Moment. Das könnt ihr also definitiv auch einzeln kaufen. Das ist schon mal interessant und ich sehe es gerade in weiß als auch in schwarz. Ich gehe gerne noch einmal rauf. Die Menge kann man, glaube ich, nicht beeinflussen. Es kostet 7,90 Euro, wenn man es einzeln bestellt. Jetzt schreibe ich mir doch mal 2, 3 Sachen auf. Stift, wo bist du? Jetzt ist der Stift weg, ne? Egal, nehme ich einen anderen. Also, wir haben 6 Produkte. Also, meine Lieben, die Mathestunde ist vorbei. Ich habe einmal so ein bisschen zusammengerechnet, wie viel das Ganze kosten würde, wenn wir uns dieses komplette Set selber zusammenstellen würden. Da wären wir bei einem Preis von 39,20 Euro. Das ist ein leichter Schätzwert, weil ich keine Schwämme auf der Seite gefunden habe. Ich gehe davon einen Preis aus von 2,50 Euro. Es sind andere Schwämme auf der Seite, die halt so viel kosten. Das sind Ombre-Schwämme. Und das fand ich schon ganz interessant. Somit 29,90 Euro definitiv gerecht. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Jetzt haben wir natürlich alle schon so ein bisschen Erfahrung in dem ganzen ja, UV-Lack-System oder generell mit Neonail, Jolifine oder den anderen Lacken. Und man hat natürlich so ein bisschen den ein oder anderen Top- und Base-Coat zu Hause. Die Rosenholzstäbchen braucht ihr meiner Meinung nach nicht für dieses Set, denn man hat ja natürlich auch andere Möglichkeiten, dieses Ganze hier aus diesem ja, Pot rauszuholen. Aber da solltet ihr sehr hygienisch mit vorgehen. Und wenn ihr so einen Metallspatel habt, den könnt ihr immer und immer wieder benutzen. Bei dem hier ist es ja wirklich so benutzen und wegschmeißen, das ist ein bisschen schade. Und ich würde auch sagen, dass das hier natürlich ein sehr schönes Produkt ist. Ich freue mich auch und ich finde auch die Qualität stimmt, versteht mich nicht falsch. Aber es gibt in der Drogerie, genauer gesagt bei Rossmann, von Rival de Loop einen Peel-Off. So, den benutze ich gerne mal für die Fingernägel. Der funktioniert aber auch als Nagelhautbarriere. Macht also den gleichen Job und kostet nur einen Bruchteil davon. Also der ist sehr, sehr viel günstiger. Ich glaube, vielleicht sogar unter einen Euro, ne? Unter einen Euro oder leicht über einen Euro. Sehr, sehr wenig also. Und dementsprechend würde ich mir jetzt persönlich mit meinen Sachen, die ich da habe, wenn ihr meine Nagellacksammlung geguckt habt, dann wisst ihr, was alles da ist, würde ich mir nicht kaufen. Ich müsste mir jetzt zum Beispiel auch nicht die Coverbase-Protein kaufen, weil ich die ja schon in dreifacher Ausführung da habe. Oder es gibt einfach auch sehr, sehr schöne Nude-Töne, die auch funktionieren. Ihr könnt natürlich direkt auch eine Base auftragen, wie gewohnt. Egal ob Neonail oder eine andere Marke, dann könnt ihr darauf irgendeine Farbe geben. Nude oder rosa Farben. Ne? Da kann man sich dann vollkommen ganz alleine entscheiden. Und darüber könnt ihr dann auch einfach das hier geben. Warum nicht? Also das kann man auf jeden Fall machen. Und darüber euren Topcoat. Also es sollte nichts passieren, glaube ich, wenn man das so ein bisschen für sich selbst entscheidet. Und demnach, wenn ihr mich fragt, könnte ich das Ganze sehr, sehr viel günstiger ergattern, nämlich für 7,90 Euro, indem ich mir wahrscheinlich nur das hier gekauft hätte. Und jetzt habe ich nicht geschaut, ob das jetzt noch da ist, weil dieses Set ist ja ausverkauft. Ich schaue gerne einmal nochmal nach. Nein, also im Einzelnen ist es auch nicht mehr zu kaufen, was natürlich schade ist. Da habe ich gerade gedacht, wäre das Hintertürchen gewesen. Ist leider nicht der Fall, aber 7,90 Euro wären es gewesen im Vergleich zu 29,90 Euro. In meinem Fall, weil ich genug Base, Top und alles da habe, ist natürlich bei jedem unterschiedlich, kann ich verstehen. Und ich bleibe aber auch dabei, dass ich finde, dass das eine schöne Geschichte ist, wenn man alles an einem Ort hat, alles von einer Marke, wenn man das bevorzugt und einfach auch sehr schön aussieht als Geschenk zum Beispiel. Geburtstage oder vielleicht Weihnachten sagen, ne? Ich bin schon bei Weihnachten. Also ein Set, das ich definitiv euch weiterempfehlen kann. Ich bin jetzt auch so ein bisschen auf die Haltbarkeit gespannt, aber nicht allzu sehr, weil so habe ich ja irgendwie schon mal die Fingernägel getragen. Das Video verlinke ich euch gerne, denn das ist die Verlängerung hiermit. Das habe ich jetzt natürlich nicht so stark mit reingenommen, habe ich euch ja auch gesagt, weil ich will euch nicht eine und das gleiche zeigen, sondern Abwechslung bieten. Deswegen habe ich das jetzt ja ein bisschen ausgeklammert. Aber wie gesagt, dazu habe ich ein Video. Das findet ihr auch alles meistens noch in der Infobox. Da versuche ich euch alles nochmal zu verlinken, alles reinzuschreiben und übrigens auch die Gewinnspielbedingungen. Und damit war es eigentlich das von meiner Seite. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat. Ich bin mit dem Babyboomer super, super zufrieden und ich würde sagen, wir sehen uns schon beim nächsten Mal wieder. Muah.